Ja, grüßt euch, Servus und herzlich willkommen hier aus Bad Waldsee zu einem neuen Video. Ja, die Sonja ist auch wieder mit dabei und wir werden heute nach Freiburg fliegen. Und zwar haben wir vor 2 Wochen ein Video gesehen vom Frank. Da ist er auch nach Freiburg geflogen und war dann mittags in einem Restaurant beim Flughafen essen. Und Frauen sehen ja gewöhnlich alles. Und die Sonja hat im Hintergrund ein großes IKEA-Schild erspäht. Ja, und ganz nach dem Motto Happy Wife, Happy Life geht's heute nach Freiburg zum IKEA. Ich bin eigentlich auch ganz froh, weil in diesen Hobel passt ja nicht viel rein. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und wir sehen uns später im Cockpit. Und herzlich willkommen an Bord der C42 hier aus Bad Waldsee. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben alle Vorbereitungen getroffen. Wir fliegen jetzt nach Freiburg, wie vorher schon angekündigt. Flugzeit ziemlich genau 1 Stunde. Ja, schön, dass ihr wieder mit dabei seid und los geht's. Ein kühler Wind haucht uns entgegen. Merkst du das auch? Okay. Ja. Ich war die Heizung ein bisschen an. Ja, hier zieht es schon ein bisschen. Merkt man schon, draußen ist kalt. Mal ein bisschen was isolieren müssen. Ja. Die Brise wird frischer. Schönes Flugwetter, also ich freue mich. Ja, super Wetter. Schön, richtig schön. Ja. Ja, wir haben Samstag früh um 11 Uhr. Wir haben jetzt unsere Reiseflughöhe erreicht. Wir sind jetzt auf etwa 5000 Fuß. Und wir cruisen hier mit 155 km/h Air und Groundspeed vor uns hin. Also wir haben Windstill. Ja, die C42 ist absolut kein Rennpferd. Also wer schnell von A nach B kommen möchte, da muss den Geldbeutel doch ein bisschen weiter aufmachen. Aber für wen das Fliegen an sich der Weg das Ziel ist, für eine 150 km/h Reisegeschwindigkeit völlig ausreichend. Durchschnittsverbrauch von 13 bis maximal 14 Liter pro Stunde, das ist schon völlig in Ordnung. Ja, der Frank, der hat es ja schon mal gesagt in einem seiner Videos, also das ist schon auch ein Privileg, das wissen wir schon zu schätzen. Also in sein Flugzeug einsteigen zu dürfen, an einem Samstag früh und einfach mal nach Freiburg zu fliegen, bei IKEA lecker Mittag zu essen und 3-4 Billigregale hier einzupacken, das ist schon was Besonderes. Ja, ich bin ja eigentlich ganz froh, dass wir mit einem OL zu IKEA fliegen, weil beim Auto hätte ich wahrscheinlich wieder mehr Transporter mieten müssen auf dem Heimweg. So ist das Ganze etwas limitiert, was meine Frau sich einkaufen darf. Typisch IKEA, man braucht eine Spülbürste und kommt mit dem ganzen Einkaufswagen voll nach Hause. Ich flieg da nur wegen dem Essen hin. Instrumente check. Check. Ja, wir müssen auf jeden Fall noch ein paar Verbesserungen hier machen. Also heute früh war es schon ordentlich kalt, also wir mussten kratzen bei uns im Auto. Und man merkt jetzt hier auch, C42, es zieht schon überall, so ein bisschen zieht es rein. Und da werden wir auf jeden Fall nochmal im Winter über ein bisschen Hand anlegen und das Ganze ein bisschen abzudichten. Ja, der Nikolaus bringt den Sturmband. Ja. Ja, wo sind die ganzen Flieger? Es ist niemand in der Luft. Wir haben Samstagmittag und es ist kein Mensch in der Luft. Der Wind hat jetzt doch deutlich aufgefrischt. Also wir haben jetzt eine Groundspeed von knapp 160. Aber wir haben nur 4500 Umdrehungen anliegen. Also der Wind, der schiebt uns schon ordentlich von hinten. Aber ich befürchte, das wird sich auf dem Heimweg rächen. Da wird die C42 kämpfen. Ja, wir sind jetzt nicht auf Langen unterwegs. Also ich habe Langen gerastet für den Notfall. Aber wir sind jetzt hier noch im Züricher Raum und da ist die Verständigung zu Langen ist einfach zu schlecht. Wir sind jetzt hier über dem Schwarzwald und es bockt schon enorm. Also der Wind hat aufgefrischt, über 20 km/h haben wir jetzt hier windig und es ist schon sehr böig.
Wir haben jetzt den Feldberg in Sicht, wir haben jetzt noch 14 Minuten Flugzeit. Und nach wie vor, wir haben kein einziges Flugzeug auf dem Plan gesehen oder auch beim Rausschauen. Ja, wenn man über den Schwarzwald fliegt, ist immer recht herausfordernd, weil natürlich große Waldflächen sollte man meiden. Und hier hat man aber überall noch so kleine Lichtungen, wo man zur Not noch landen könnte. Ja, und herzlich willkommen hier im sonnigen Freiburg. Ja, leider ist mir die Außenkamera ausgefallen, aber was soll's. Geiler Anflug hier, also über die Stadt, richtig, richtig geil. Und jetzt gehen wir mal hoch auf den Turm bezahlen und dann geht's zum IKEA. Hey! So, 12 Euro für ein UL. Nicht günstig, aber das muss es einem wert sein. Der Anflug über die Stadt ist schon Hammer. Sonja Ultraleichtflugzeug. Alter Schwede, raus aus dem Irrenhaus. Kein Wunder, dass ihr alle nicht beim Fliegen seid. Ihr seid alle beim IKEA. So, Abenteuer IKEA überlebt. Und ja, ein Billigregal ist es doch nicht geworden. Aber eine Tasche voll mit Sachen konnte sich dann doch nicht verkneifen mitzunehmen. Naja, bist du zufrieden? Sehr, ja, super, top. Ich auch. Ja, grüßt euch und wir sind zurück von unserem Shopping-Trip, zurück am Flugplatz. Ja, jetzt geht's weiter und zwar in unsere zweite Heimat. Und zwar fliegen wir über den Europapark. Der ist gar nicht so weit weg von hier, ungefähr 10 Minuten Flugzeit. Und da werden wir ein, zwei Kreise drehen und dann wieder zurück nach Bad Waldsee fliegen.
So ihr Lieben, wir sind wieder zurück in Bad Waldsee. Uns ist unterwegs, ist uns die Technik ausgestiegen ein bisschen, also wir haben keinen Ton mehr aufgezeichnet bekommen. Deswegen der abrupte Schluss jetzt, aber trotzdem danke, dass ihr bis zum Schluss mit dabei wart und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao. Tschüss.